So, meine Lieben, haben wir es geschafft. Hätte auch mal einen Blick ins Spiegel werfen können. Fällt mir gerade auf, aber gleich habe ich die Kamera ja an. Da sehe ich es ja. Ah. Gut, haben wir alles. Haben wir alles, bis auf die Kamera? Lautstärke, gucken wir gleich einmal. Geht gleich los, kann man ja rausmachen. Kamera machen wir an. Wo ist er? Da ist er. So, ach ja, Haare kommen, passt. Hier so, ist alles gut. So schön so. Falls die Musik zu laut ist, sag ruhig Bescheid, ich brauche einen dritten Monitor, Leute. Also erst einmal schön, dass ihr dabei seid. Wer schon mal eingetroffen ist, brauche einen dritten Monitor. Ich sehe nichts. Brauche rundum für einmal im Monat live gehen. Ach ja. So, also Getränke haben wir. Pause machen wir später vielleicht auch noch mal, je nachdem, wie lange wir es machen. Hab den dritten Abend in Folge ein bisschen Halskratzen. Ganz bisschen. Hab schon gedacht, oh weh, gestern Abend, das wird auch wieder nichts. Dann war es tagsüber weg. Und jetzt ist es wieder da. Ist das nicht schön? Na gut. Hier. Ja, hey Leute, wir warten noch ein bisschen, ne? Geht's euch gut? Habt ihr das Jahr bis jetzt gut verbracht? Bis Mitte Februar? Wird wieder Zeit, dass es wärmer wird, oder? So ein bisschen. Ein bisschen gerade so, dass der Bärlauch rauskommt. Das kann man noch vertragen. Aber sonst? Alles, was drüber hinausgeht, über 19 Grad ist schon wieder schlimm, oder? So, auf. Bleib noch mal kurz ein bisschen. Wir chillen noch. Ich trinke auch noch mal ein bisschen was. Ja. Hier so auf. So, man hätte ja. Man hätte ja. Ich weiß. Ich weiß, also ich habe jetzt hier ein bisschen was zusammengeschustert. Ein bisschen was zusammengeschustert im Hintergrund. Ich habe mir eine Aufnahmesession Zeit gelassen, um das hier alles ein bisschen, also so eine halbe bis dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde, glaube ich nicht, dass es gedauert hat, um das hinten zusammenzuschustern und halt zu gucken, was mir passt. Am längsten hat eigentlich gedauert, bis ich was finde, was ich nehmen darf, was frei ist, was ich bloß ein bisschen, ja, ein Attribut reinstellen muss, woher ich es habe. Und ja, ich weiß, also im Prinzip sitzen wir jetzt in einem Hochhauszimmer, das sich dreht, so ähnlich wie in Berlin. Ne, Fernsehturm. Ja, ganz so komisch, also ganz so cool ist es nicht, aber es kommt. Wird noch. Ich habe mir auch gerade eben, als ich dann noch gewartet habe, ein bisschen und das Ding schon mal angemacht habe, gedacht, Mensch, wir können doch. Jetzt sehe ich es gerade, das hat nicht funktioniert. Eigentlich sollte da oben dann die Zähne wechseln und die Lampe angehen, damit wir halt da sind. Wir können uns verschiedene Sachen aufbauen, ne? Dass wir uns mal so fühlen wie hier so in der Loft oder mal irgendwo in der Cabin in the Woods, so, also nicht horrormäßig, aber so in der Richtung. Das wäre schön, dass wir uns dann je nachdem ans Feuer setzen oder weiß nicht. Ne? So Synthwave-mäßig, dann vielleicht noch ein bisschen aufgebracht, je nach wie wir draußen. Ich hätte voll Bock zu. Bloß die Zeit ist immer das Ding. Ah ja. Ja, genau, das habe ich noch gesucht. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Twitch hat mir eine Funktion verwehrt, die ich gesucht habe. Und auf dem. Ja, hier habe ich es gerade. Ja, so will ich das haben. So, dann brauche ich vielleicht nicht mal einen dritten Monitor. Wobei, mein Handy. Geht's nicht. Super. Super. Schwarzes Bild. Perfekt. Offline. Ich bin nicht offline. Ich offline? Nee. Gut. Das ist schon mal geklärt. Auwe, auwe. Nee, dann bringt es alles nichts. Dann bringt es alles nichts. So, Leute. Wenn der Chat, also schreibt mal bitte was rein. Einfach mal so zum Test.
Ich habe hier nämlich mehrere Möglichkeiten, wie ich euch zuschauen kann, wie ihr was schreibt. Und ich will mal gucken, welche das am besten für mich ist. Ich habe es da über OBS Studio, ich habe hier über das Handy, ich kann hier alles machen. Ich schreibe selber mal was rein. Oh, schreibt ja wieder keiner. Dann schreibe ich die Worte, die es gibt zu testen. Jawohl, siehst du, da kommt es an. Perfekt, wir sind dabei. Dann können wir jetzt loslegen. Wenn ihr sonst nichts habt, wenn ihr sonst nicht reden wollt, Leute. Ja, gleich habe ich es. Handy, ne? Okay. So, wie machen wir es jetzt am besten? Also am liebsten hätte ich es gehabt, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Ein bisschen schauen, wo die Reise hingeht. Wir haben ja jetzt seit Februar Mitte durch. Die Spiele, die jetzt auch in der Steam-Vorschau, also in dieses Next Festival waren, die waren jetzt nicht so. Da haben wir uns selbst Pacific Drive hat mich jetzt. Vielleicht war es ein falscher Tag zum Anspielen. Aber hat mich jetzt nicht gehuckt. Es hat mich nicht so gesagt, wow, jetzt aber los. Gar nicht. Es war irgendwie so. Ja, es ist ein cooles Konzept. Es ist vielleicht eine andere schöne Geschichte oder anderes Setting so, aber im Prinzip. Weiß es nicht. Es ist halt doch wieder das, was wir schon mal gespielt haben. Ich weiß nicht, ob ich da so Bock zu habe. Ich würde es vielleicht bloß machen. Komm mal durcheinander, ne? Ich würde es vielleicht bloß machen, damit ich irgendwas spiele. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Von daher, wir könnten uns mal kurz mal zu Gemüte führen. Und übrigens, ja, ich habe jetzt irgendwie auch Red Dead Redemption. Also eine Folge kommt noch. Da machen wir den letzten Quest, den ich ja auf der Karte noch gesehen habe. Ist auch ganz witzig. Das passt. Und dann habe ich noch eine Folge hinterher gemacht. Also am nächsten Tag. Und da war es dann so, dass ich halt planlos einmal durch die Welt geschlittert bin. Also da oben, wo halt das Indianer-Camp ist. Das ist ja wahr, oder Camp, wie auch immer. Und ja, das war einfach ganz okay. Ich habe aber nichts zu tun gehabt. Es ist auch wenig passiert. Das ist das, was halt immer passiert in Red Dead Redemption, wenn man nichts zu tun hat. Es passiert immer was, aber so eigentlich passiert auch nichts. Was ja okay ist, aber zum Streamen und euch zeigen, weiß ich nicht. Ja, servus, Crazy Cyrus 1212. Sehr schön, dass du dabei bist. Hat mich gefreut. Danke für die Kommentare auch immer. Und danke für den heutigen Hinweis. Ich hab ihn wahrgenommen. Ich muss ihn noch antworten, ich weiß. Aber ich bin dir dankbar über den Tipp, ohne es zu spoilern. Finde ich gut. Also, wo war ich gerade? Genau, ich war halt in der Welt unterwegs und habe gesagt, okay, alles klar. Bringt nichts, da habe ich so 12 Minuten aufgenommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann geht man halt noch dahin. Da habe ich dann eine Schnellreise gemacht. Dann war ich nochmal in der Hütte, die da mit unserer tollen Frau da hier, ne, wie heißt sie? Abigail. Und den Jungen. Und da war auch nichts. Und mir ist es so irgendwie so richtig, ich weiß nicht, von diesem Hype, den ich die ganze Zeit hatte, oder das heißt Hype, von der guten Unterhaltung, die ich selber hatte in dem Spiel, bin ich komplett auf Level 0 auf einmal gefallen, weil es ist halt gerade so. Es gibt gerade nichts zu tun, außer es zu genießen, das Spiel. Ja, da habe ich die, ich glaube, nach 18 Minuten habe ich die Aufnahme ausgemacht und werde die wahrscheinlich auch löschen, weil es ist sinnlos gerade im Moment. Jedenfalls vielleicht war die Aufnahme ja blöd. Und ja, ich glaube, ich mache vielleicht noch ein Special so ein bisschen. Überlegen wir noch was. Ob wir da noch einfach so ein bisschen Walking machen, ne, so einmal durch die Welt laufen. Sag mal, Crazy Cyrus, wie ist denn das mit der Musik? Ist es zu leise, zu laut? Bin ich zu leise, zu laut? Aber kurz rein. Ja, dass wir da nochmal durchlaufen oder halt, also ohne Kommentar und sowas, oder halt nochmal ein bisschen Radau machen. Aber davon abgesehen, bin ich ja dann nach der letzten Folge, die ja noch rauskommt morgen, bei Red Dead Redemption durch. Und ja, jetzt ist halt so eine kleine Pause, wie ich es immer mache, nach einem größeren Spiel. Aber jetzt stehe ich davor und sage, ja, was machen wir denn jetzt? Es ist krass, weil die Steam-Liste, die ist voll. Die Steam-Liste, die ist voll. Nicht an Spielen, die ich habe, sondern an Spielen, auf die ich warte. Ihr müsst jetzt mal drauf gucken. Ich will es euch jetzt. Ich weiß, es ist immer blöd. Ich will es euch eigentlich zeigen.
Ich will euch nicht nur voll labern. Aber es sind so ein paar Sachen, die will man halt, ne? Das ist halt doch nicht peinlich, aber es sind halt manche Daten da drin. Die muss man ja jedem zeigen. So, jetzt pass mal auf. Wunschliste. Wunschliste. So. Da kann ich nicht irgendwo anrufen, was in der Wunschliste drauf ist. 82. Also Wunschliste ist die Wunschliste bei mir, ja. Spiele, die ich haben will, aber eigentlich, seitdem ich auf YouTube was mache, eher Spiele, die ich vielleicht streamen werde oder aufnehmen werde. Es sind 82 Spiele. Und es kommen halt echt, es sind so wenig rausgekommen seitdem. Und das sind alle Spiele, die sind ja noch nicht da. Also bis auf Baldur's Gate 3, ja. Clem ist jetzt vor kurzem rausgekommen, stimmt. Elden Ring ist noch drauf, aber das kann ich eigentlich runterschmeißen, weil das kann ich unmöglich streamen. Ja, und Pacific Drive. Also 4 bis 5 vielleicht sind drauf von 82. So. Und das ist auch in nächster Zukunft, ist da wahrscheinlich auch nichts dabei. Deswegen, ich habe jetzt ein paar Tage Pause, wie gesagt. Ja. Und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Außer ihr habt schon eine Idee. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal drauf gucken, wie es denn aussieht mit den Underdogs im Februar noch. Also schauen wir mal kurz. Crazy Cyrus, wie geht's? Alles gut? Haben wir es noch hinbekommen mit einem richtigen Datum? Mann Gott, jetzt ist ich manchmal mit Twitch, ne? Habe ich bloß mal wieder angemeldet und schon haut er mir den damaligen Zeitplan mit rein. Ein Ding. So, ja. PC, Game, Releases. Ja, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht ausschalten. Das soll jetzt nicht passieren. So, bin ja da, alles gut. Ach ja. Also, pass mal auf. Wir haben den 17. Gestern ist Skull and Bones anscheinend erschienen. Warhammer 40k, Bandletale, King Arthur Knights, Open Roads? Sagt mir gerade was. Na, Open Roads? War das nicht dieses eine? Nee, ablehnen, ich will keine Cookies. Lass mich weg, bin zu spät. Da, Open Roads. Ach, das nicht. Nightingale, ja, ist schon wieder ein bisschen gehypt. Am 22.02. kommt Nightingale raus. Ist schon wieder übelst, wahrscheinlich unfreiwillig auch gehypt. Early Access, Survival Action, ja, sieht cool aus auf jeden Fall. Aber ich denke mal, lasst doch die Leute erstmal in Ruhe. Wer macht das eigentlich, Nightingale? Wer macht denn das? Lass die Leute auch in Flexion Games. Lass die Leute erstmal in Ruhe, lass die dann ankommen. Haben ein Spiel. Also jedenfalls auf Steam. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie irgendwas anderes, ne? Und vielleicht sind es auch Erfahrene aus anderen Studios, die sich zusammengeschlossen haben. Das ist ja nicht selten. Pacific Drive kommt am 22. schon final raus. Okay. Brothers, A Tale of Two Sons. Nee, Final Fantasy, ja, das ist schade. Also Final Fantasy habe ich ja eigentlich angefangen. Zu spielen das Remake, weil ich darauf hingearbeitet habe, dass man halt den nächsten Teil dann gleich wieder mit einsteigen. Und wenn ich dann mit dem ersten Part fertig bin, dass der zweite Part, der riesig ist, dass wir gleich übergehen können. Nützt dann natürlich nichts, wenn das nicht auf PC rauskommt, sondern erstmal auf PlayStation 5. Das ist halt dann blöd gelaufen. Deswegen, eigentlich habe ich das ja auch noch offen. Und was ich noch offen habe, ist ja Starfield, wo ich eigentlich gesagt habe, der Rest des Jahres, also nachdem es rauskommt, im Oktober war das, ne? So Anfang Oktober, brauchen wir nichts mehr anders spielen, Rest des Jahres. Vielleicht auch bis Mitte nächsten Jahres, das war ja hochgestochen. Ja. Obwohl ich ein kleiner Fanboy von Bethesda bin, habe ich mich schon dahin gehangelt, muss ich sagen. Aber es gab welche, die haben sich da durchgehauen. Auch Gronkh zum Beispiel hat sich auch, der ist ja immer noch dabei, glaube ich. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, also. Es ist halt unglaublich. Ach, langweilig ist nicht das richtige Wort dafür. Es ist halt. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist weder eine Herausforderung,
Noch ist es. Noch ist es irgendwie Fantasiebeflügeln, noch ist es irgendwie, dass man sagt, man freut sich, was geschafft zu haben im Spiel. Es ist halt, man macht es irgendwie, weil man es machen muss. Es ist so wie, man kann es gar nicht sagen, es ist so wie Steuererklärung. Ne? Hat man irgendwie keinen Bock drauf, es ist so wirklich scheiß Arbeit. Klar, am Ende, bei Steuererklärung kommt wenigstens noch was bei rum, bestenfalls. Aber bei Starfield halt nicht. Das ist so wie Steuererklärung, ohne dass du Geld so bekommst. Du musst doch Geld zahlen, so. Ja, es ist echt schade drum. Ich hätte dann deswegen warte ich noch drauf, dass die Zeit vielleicht das Spiel ein bisschen heilt, so wie es mit Cyberpunk war oder ist. Bei Cyberpunk hätte ich eigentlich auch noch mal auf dem Schirm, aber kann ich mich noch nicht durchringen. Cyberpunk war ich auch vor Anfang dabei, war Katastrophe. Bei Starfield ist es ja technisch gar keine Katastrophe, ist alles gut. Es ist halt spielerisch schwierig. Storytelling ist schwierig und ich weiß nicht, ob man sowas nochmal auf die Reihe bekommt. Auf jeden Fall warte ich, bis auf jeden Fall die Mod-Unterstützung, große Mod-Unterstützung raus ist fürs Spiel und dann steigen wir wahrscheinlich nochmal ein. Und dann gucken wir mal, dann muss ich einfach über den Schatten springen, dass wir einfach mal in die Hauptquest nochmal reingehen, die durchballern, Anführungszeichen, soweit, dass wir halt damals gekommen sind. Und dann lassen wir uns nochmal treiben und gucken, ob uns das Spiel weiterträgt. Ansonsten, ja. Aber wann das soweit ist, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. So, Crazy Cyrus, jetzt sag auch mal was. Ah, was machen wir? Was machen wir? Das nächste Spiel? Ich brauche einen Hinweis, Leute, was wir da machen. Ansonsten muss ich mal gucken. Ach ja, und... Na, Sons of the Forest? Am 22. Oh, das ist gar nicht mal weit. Es sind nur noch 5 Tage, kommt es ja raus. Also 1.0 sozusagen. Ja, der Trailer war schon cool. Wir haben aber jetzt lange keine Updates mehr gehabt im Spiel. Lass mich lügen, ich weiß nicht seit wann. Also gefühlt seit Dezember auf jeden Fall. Und die haben ja wirklich knallhart alle 2 bis 3 Wochen haben die ja ihr Update gebracht. Und neuen Content. Also das war, es ist wirklich, habe ich nie gesehen sowas. Das war richtig cool. Klar haben sie dann still und heimlich dann doch nicht im Oktober wie versprochen released. Dann haben wir ja gesagt am Anfang im Februar, dauert halt ein halbes Jahr, Early Access Phase. Maximal. Das wäre Oktober gewesen. Ist nicht so schlimm. Jetzt sind sie ja dann raus. Haben aber wirklich jetzt auch lange keine Updates gebracht. Und das, was ich im Trailer jetzt entdeckt habe und auch ein bisschen nachgelesen habe, was jetzt rauskommt, ist im Prinzip ja das, was sie jetzt seit Dezember, sage ich mal, gefühlt nicht mal ein Updates rausgebracht haben, bloß gebündelt auf einen Tag. Natürlich gibt es jetzt auch eine Background-Story zu dem Charakter, den man spielt. Ja, die hat wirklich gefehlt. Was ich aber beim Trailer jetzt nicht entdeckt habe, was vielleicht manche auch nicht stört, ist das Bausystem. Das ist ja sehr, immer noch sehr abgespeckt. Also klar, es gibt Sachen, die es halt im ersten Teil nicht gibt. Aber sonst... gibt es auch viele Sachen, die es im ersten Teil gab und jetzt nicht mehr gibt. Gute Sachen. Ja, das Stromsystem ist natürlich cool. Warum man dann aber eigentlich nur eine Lampen damit betreiben kann, also Glühbirnen und sozusagen ein Elektrozaun, ist mir fremd. Also es ist komisch, weil wenn ich jetzt auf einer Insel wäre, ich würde mir da irgendeine Kaffeemaschine holen aus dem Bunker oder das und das und das und das da anschließen. Ne? Muss ja jetzt nicht unbedingt eine Kaffeemaschine sein in dem Spiel. Aber weißt du, es sind 2 Sachen, die man mit Strom machen kann. Naja, man kann auch eine Batterie laden. Aber, ja. Von daher weiß ich nicht. Also ich will es nicht schlecht reden. Ich will den Release nicht schlecht reden. Ich finde das Spiel auch super genial. Ich bin froh, dass ich da auch von Anfang an mit dabei war. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch öfter jetzt mal reingeguckt im Laufe des Jahres. Aber ob so dieses 1.0 Release, ob das jetzt so das Ding ist, ist die Frage, ne? Ist die Frage. Jetzt muss ich mir einmal noch gucken. Dann bin ich wieder gleich bei euch. Der Chat, der macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Der funktioniert über... Was heißt der Chat? Funktioniert der Chat, aber die Übersicht ist katastrophal. So. Ja. Lass mich hier in Ruhe. Okay.
Oh. Okay. Gut. Also, wenn es ein Monolog euch jetzt nicht weiter gestört hat und nicht angespornt hat, dann würde ich sagen, wir gucken mal, was wir heute machen. Ja, wir können auch nebenbei immer ein bisschen labern, das macht ja nichts. Ich hätte gerne vielleicht, müsst ihr mal dazu sagen, also dazu müsst ihr jetzt vielleicht was sagen, sonst wähle ich aus, aber eigentlich hätte ich schon gerne. Warte mal, wie macht man das jetzt am besten? Dann muss ich euch kurz mal raus, nee, nicht rausschmeißen, aber umswitchen. Kann ich das alles zeigen hier, was da steht? Ja, kann ich zeigen, ne? Okay, pass auf. Auf. So, naja, super, die Kamera ist aus. Jetzt ist er aber wieder da. So, kann man es halbwegs lesen von euch aus? Kann man das groß ziehen? Wird aber die Schrift nicht größer. Also, ich habe hier ein paar Sachen. Also, ich habe jetzt eigentlich zwei Sachen vorbereitet. Naja, vielleicht drei. Ich habe gedacht, Kingdom New Lands wäre so ein Ding, wenn man nebenbei noch ein bisschen kommunizieren will im Chat. Ich bin ja alleine. Ich habe ja keinen, der mit Chat, hier aufpasst. Dass ich ein bisschen Chat noch lesen kann, ein bisschen zocken kann, das geht. Wenn ihr darauf Bock hättet. Ansonsten natürlich alles, was in der Liste ist, aber eigentlich würde ich das nehmen. Little Nightmares ist von mir 25 Minuten gespielt worden. Ich weiß gar nicht wann. Kann man das rausfinden? Also ich habe es angezockt und da kam ich an eine Stelle, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und außerdem habe ich da, glaube ich, ein anderes Spiel auf dem Tacho und hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Ich habe sowas günstig geschossen und da dachte ich, ja, guck's halt mal rein. Sieht auch ganz cool aus. Ja, ist auf jeden Fall schon lange her. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Ich muss mich da wahrscheinlich. Oh ja, ich brauche einen Controller. Da können wir reinschnuppern. Das ist aber ein bisschen, ne, gruseliger. Ich habe ja bei Sons of Forest gesehen, die gruseligen Folgen, die schon vom Thumbnail her unheimlich waren. Die sind sehr wenig geklickt worden von meinen Leuten. Weiß ich jetzt nicht, ob das was für euch ist. Wir könnten auch Pacific Drive da spielen, aber ich da nicht so Bock habe. Mass Effect können wir auch einsteigen. Habe ich jetzt aber gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Von mir aus sogar Scum, da gibt es jetzt so viele Updates und ich war jetzt lange Zeit nicht mehr dran. Da steht ja auch zuletzt gespielt, sehe ich es gerade. Bei Little Nightmares nicht. Ist schon zu lange her. Wie lange wird es her sein? Da war ich doch, oh Gott. Es könnte 2017 oder 18 gewesen sein. Deswegen. Also Scum habe ich am 20. Mai 2022, also schon wieder sehr, sehr lange her. Ach du Scheiße. Habe ich aber ziemlich lange drin gespielt, also gefühlt länger als 33 Stunden. Aber es ist halt auch ein bisschen Selbstbeschäftigung, ne? Das ist ein bisschen langweilig, aber auch, ja, und wenn man einen Fehler macht, dann ist alles weg. Und da drüben sieht man, welche Fehler passieren können. Wenn sowas einer erwischt, dann ist er eh vorbei. Ja. Starfield? Starfield, Leute? Nein? Nee. Und bei Epic Games hätte ich The Captain. Das klingt sehr interessant, aber jetzt, wenn ich draufklicke, startet es gleich, dummerweise. Kann man da nicht irgendwie. Oh Gott, das sind alles diese kostenlose Titel, ne? So. Kann man da nicht einfach hier so zum Store? Ach, wirklich? Ich habe gesehen, vorhin habe ich es auf Versehen gestartet, weil ich ja draufgeklickt habe. Und das ist von, genau, Tomorrow Corporation. Also die World of Goo 1.2. Little, wie heißt das? Little Flame? Nee, nicht Little Flame. Wie heißt das? Wo man halt Sachen verbrennt. Habe ich auch irgendwo erst neulich gehabt. Spielt und noch so ein paar andere Sachen, die nicht so bekannt waren. Also das hat mich echt überrascht. Aber es ist aber nur der Publisher. Der Entwickler ist das Isaac Games. So. Journey Home, Through the Galaxy, bla. Also das ist so ein Pixel-Game, ne? Ist auch nicht so lang. Ich glaube, es dauert so 2 Stunden. Und gut, wenn man jetzt hat ein bisschen länger, wie ich, so ein bisschen alles ausprobiert, dann wahrscheinlich vielleicht 2,5. Und ja. Es ist nicht wirklich, also es ist kein. Was ist denn das eigentlich? Boah, steht's nicht irgendwo? Hier, Abenteuer Indie. Also es ist kein Souls-like oder irgendwas. Es sind ja auch viele, die in der Zeit so aussehen. Das passt eigentlich. Das ist ganz cool, glaube ich. Da hätte ich Bock zu. Obwohl es nicht ganz so mein I, das sah gerade komisch aus, als es rauskam. Ja, ich glaube, das wäre was. Also wenn jetzt nicht alle hier schreien, um Gottes Willen, würde ich da reingucken mit euch. Was machen die da gerade?
Ja, es gibt natürlich viel Enden, man kann es sehr oft durchspielen. Steht da irgendwas zu der Spielzeit? Wahrscheinlich, wenn wir es im Stream nicht durchbekommen. Nö, hey. Können Sie sich noch überlegen? Ich mache jetzt kurz eine Trinkpause. So, und gucke den Trailer noch zu Ende. Ihr könnt was reinschreiben. Oder Red Dead Redemption, aber eigentlich auch nicht, ne, oder? Ach, nee. War wirklich nichts zu tun jetzt. The Captain. So, wie lange streamen wir jetzt schon? Eine halbe Stunde schon? Leute, dann fangen wir jetzt an. Los. Dann mache ich jetzt kurz mal, dann haue ich euch jetzt kurz mal nochmal darüber, damit wir unseren Turm wiedersehen. Licht passt ja soweit, ne? Komischerweise ist hier jetzt mehr zu sehen als sonst. Dann machen wir einmal Musik aus. Dann ist das stoppen die mal. Nö. Okay. So. Eine Sekunde. Muss kurz was einstellen. So, passt. Also gut. Dann keine Gegenmeldungen. Wo habe ich gerade halbe Stunde gesehen? Nee, was ist das da unten? Warte mal. 15 Minuten Streamer, was ist das? Ach Gott. Hat irgendwo ein Recording angemacht. Na ja, genau. Habe ich es halt noch aufgenommen nebenbei. Ah, was soll's. Gut, okay. Jetzt hier das runter. Dann starten wir das The Captain. Und dann muss ich das noch ein bisschen einstellen. Schreibt bitte, wenn irgendwas zu laut oder zu leise oder wie auch immer ist. Ich kann das jetzt nicht wie sonst üblich gut einstellen. Kann ja keine Testaufnahme machen. Ja. Mal gucken. Also der Ton wird jetzt erstmal zu laut sein. So, Tomorrow Corporation. Och ja, schön. Ja, es ist noch laut. Es ist noch laut, es wird gleich besser. Geschichte spielen, Erfolge beenden. Bitte Benutzer wechseln. Ich habe noch gar keinen. Das ist natürlich der Fluch hier. Das ist nicht gut. Ich habe doch einfach nur. Also, jetzt lass mich mal bitte nochmal kurz. Nein, ich will es nicht lesen. Okay, im Jahr 2255 ermöglicht es die Transwarp-Technologie, den Menschen endlich sehr laut sprechen hören zu lassen, entfernte Planeten zu erreichen. Der Weltraum kann erobert werden. Guck mal, wie schön sie sind. Wenn sie schon so eine Technologie haben, warum machen sie so hässliche Schiffe erst? In den darauffolgenden Jahrhunderten entdecken die Menschen, dass sie nicht allein im Universum sind. Ja. Es gibt noch fünf andere Leute. Auf Initiative der Erde hin. Tut mir leid, dass es laut ist. Wird Space Fleet eine Kollaboration? Auf. Ah, kann ich es nicht noch ein bisschen leiser machen? Warte mal. Ja, so. Gleich mache ich es. Habe ich nicht lesen können. Ein Zeitalter Friedens- und Wohlstands bricht an. Die Space Fleet wächst und gedeiht. Schön sogar mit Spiegelung, ja? Doch nicht alles ist harmonisch in der Galaxie. Weit von den Grenzen der Erde und der Space Fleet entfernt werden dunkle Pläne ausgeheckt. Wer macht es? Wer ist es? Eine dubiose Organisation, die sich die Union nennt, fühlt sich durch die schnelle Expansion der Space Fleet bedroht. Aha. Und im April des Jahres 3383 erklären sie der Space Fleet den Krieg. Das kommt noch dazu. Gut. So, und schon bald darauf erfährt Space Fleet, dass sich der gesamte Fl was, dass sich die gesamte Flotte der Union auf den Weg gerichtet. Was, die gesamte Flotte? Die lassen kein Zuhause. Und wenn da sich jetzt jemand rumgoogelt und auf ihn angreift.
Die Flotte bringt eine neuartige Waffe mit sich. Den Sonnenblaster. Das ist natürlich jetzt bitter. So, jetzt sagt mir ist es selbst laut gerade. Nee, das ist nicht das, was angezeigt wird. Entworfen, um Stern zu zerstören, also einziger Augenblick auszulöschen. So macht man das. Tief in der Wüste von Ute-Echt wird da heimlich eine neue Technologie entwickelt. Das auch noch. Jetzt kommt es aber, Digga. Der Energiedisruptor Elektropolus U-Station, kurz Oedipus. Im richtigen Moment aktiviert, könnte Oedipus die gesamte feindliche Armada außer Kraft setzen und das Space Fleet den Sieg sichern. Das Ding? Oder unter links. Oder das da wahrscheinlich. Um zu funktionieren, muss Oedipus von einer, das blöde Name, extrem komplexen und mächtigen Brennstoffzelle aufgeladen werden. So. Es dauert Jahre, eine dieser Zellen herzustellen und vorzubereiten. Hm? So, und aus Sicherheitsgründen werden sie nur in einer weit entfernten und streng geheimen Weltraumbasis Epsilon hergestellt. Und es wird ein Plan entwickelt, um mithilfe der experimentellen Weltraum-Falt-Technologie der Epsilon-Station alle drei existierenden Brennstoffzellen zurück zur Erde zu. Aha. So nämlich. Ja, alles schön. Oh Gott, hat er lange Arme. Auf der Erde genießt Captain Thomas T. Welmu gerade den Urlaub mit seiner Familie. Guckt euch das Kind an. Das macht mir Angst. Die Frau macht mir auch Angst. Die macht mir alle Angst. Als auf der Raumfalttechnologie spezialisierter Wissenschaftler des Space Meets soll er am Transporter Treibstoffzellen teilnehmen. Wo nehme ich? Was? Wie? Siehst du nur offline? Was? Wie siehst du nur offline? Ach so. Moment. Ich weiß es nicht. Pass mal auf. Ja, jetzt, Cyrus, ich bin gleich bei dir. Crazy Cyrus, bin gleich bei dir. Ach so, du bist es ja gar nicht. Du siehst ja dann nichts. Siehst du überhaupt was? Ich steh's mal. Alles gut. So, pass mal auf. Crazy Cyrus, dir muss ich ganz kurz helfen. Dann sind wir gleich wieder am Start. Deswegen antwortet er halt auch nicht. Ja, dann ist ja klar. So, also, ich will bloß wissen, ob du mich verstehst oder hörst, weil dann brauche ich nicht schreiben. Aha. Moment. Aue. Jetzt pass mal auf. Ja, das ist natürlich blöd. Ich versuche ihm ganz kurz zu helfen, dann geht's weiter. Wird aber schwierig. Wird aber jetzt schwierig, wenn er nichts sieht. Also pass mal auf. Wenn man nichts sieht, ist es natürlich echt schwierig, da jetzt was zu sagen, wie das funktioniert. Ich bin mal gespannt darauf, was. So nehme ich Kanal. Aha. Alter. Okay, ich sehe das Problem. Übertragung ist nicht richtig. Steht sogar offline dran. Wobei, bei mir funktioniert es aber. Komischerweise. Du hast recht. Bei mir funktioniert es und bei dir nicht. Okay. Also, pass mal auf. Okay, pass auf.
So gehe ich gleich weiter. Sorry, ich muss gerade. Tut mir leid. So. So, dann bin ich gleich wieder dabei. So, jetzt aber mehr kann ich jetzt nicht machen, weil ich, ne, spiele und so weiter. So, es tut mir leid, jetzt geht's weiter. Pass auf. So. Muss noch darauf achten, dass ich nicht so viel verdecke, aber eigentlich müsste jetzt so passen. Okay, jetzt aber. So, zunächst scheint ein Transportproblem zu laufen. Von den Dingsies, dann, ne? Von den coolen Dingsies. Und dann doch plötzlich ein heller Blitz. So. Das ist schon mal so. Da haben wir halt hier richtig viel Tippfehler jetzt reingehauen. Ist wurscht. So, wir sind wieder dabei. Ich hab grad gesehen, hä, offline hast recht. Irgendwie steht's da offline, warum auch immer. Aber das ist bloß dieser, weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Ich kann's ja nicht sagen. Bitch. So Leute, jetzt sind wir da. Was heißt denn hier Neustart? Wir sind erstmal in den Optionen. Ich hau bei mir wieder den Bums komplett hoch. Dann können wir jetzt da in die Optionen unseren Audio. Und das eine Sache einstellen. Ist natürlich blöd. Okay, was heißt denn hier Neustart? Neustart, was? Was ist passiert? So, wo sind wir jetzt? Sind irgendwo gestrandet wahrscheinlich. Also ich höre jetzt auch nichts im Spiel, es ist gerade nichts zu hören. Schiff? Autsch, mein Kopf. Ich lese das jetzt nicht alles vor, ne? Aha. Obwohl, muss ich das vorlesen? Eine Spannungsspitze hat bestimmt mal wieder den Fehlerstromschalter rausgehauen. So ist es nämlich. Den FI-Schalter. Jeff! Jeff, hörst du mich? Ah, wohl nicht. Da muss ich wohl nach hinten und die Hauptsicherung wieder umlegen. Muss ich wohl. Warum habe ich eigentlich so einen Riesenhunger? Verlasse das Cockpit, verwende diesen Knopf, um Objekte anzuzeigen, mit denen du interagieren kannst. Was ist das Ding hier? Und jetzt kann ich mit dem hier interagieren. Was ist das? Was ist das? Kann man da eine Mark einschmeißen? Einen Euro und dann gucken? Was ist das? Aha. Okay. Was? Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ist auch die Frage. Ah, ja, okay, danke. Cockpitfälle. Jetzt kommt ein bisschen Sound wieder rum, ne? Ja, so ist okay. Ding ist okay. So, WASD geht nicht. Die Tasten gehen. Also klicken wir jetzt immer. Okay, pass auf. Umsehen. Ziehe in der Spielansicht zum Schwenken der Kamera. Klicke oder halte die Maustaste gedrückt, um zu. Aha. Und so geht. Nee, hä? Ah, okay. Ja, das ist aber ein bollerisches Schiff. Guck da mal an. Da hinten ist der Schub. Strahlungsdüsen, da ist das Cockpit. Und da weiß ich nicht, aber das sieht ja echt, das ist ja höher als, ne? Was ist denn das? Was ist das? Höher? Sicherheitstür. Dies ist eine Sicherheitstür der Klasse G. Beim Schließen Abstand halten. Okay. Der Aufzug. Ohne Strom wird er nicht funktionieren. Aha. Ich muss den Schutzschalter zurücksetzen. Alles klar. Der Schalter. Angucken. Aufzug. Das ist der Reset-Knopf, wenn ich den Alarm. Aha. Wollen wir draufdrücken? Der Schutzschalter, alles klar. Aber schön, dass er auch seine Taschenlampe schon hat. Labor, es wird nichts funktionieren. Brecheisen aufheben, In dieser Einladung wird dich ein funkelnder Punkt zu einem nächsten Ziel leiten. In dieser Einleitung. Er kratzt sich auch den Kopf. So wie ich mir jetzt auch gerade gedacht habe. Was zur Hölle? Also gucken wir es uns an. Die Musik könnte jetzt ein bisschen lauter, ne? Es ist ein Brecheisen. Ja, Mai, dann muss man halt. Obala, dann muss man halt jetzt einmal gucken, ob man es noch ein bisschen. Na, hilft nichts.
Sieht alt aus. Ich vermute, ich schätze, Erwartungskrüm muss hier vergessen haben. Ich würde es gerne nehmen. Aber jetzt. Was kann man jetzt noch tun? Nischt. Ach, der Glil. Aha. Er sagt's doch gleich. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Wartungsdruiden öffnen. Labortür. Aha. Und da kommt unser Brecheisen ins Spiel. Können wir jetzt hier auch noch was machen? Das ist ein brandneues Modell. Ich werde letzte Wartung habe ich installieren lassen. Damit sollte sich so ziemlich jede Mahlzeit im bekannten Universum herstellen lassen. Damit sollten sich Medikamente auch herstellen lassen. Aha. Ja, natürlich müssen wir das jetzt. Machen wir hier erstmal die Brecheisen. Dings. Wie machen wir das jetzt? Brecheisen. Nur ein gewöhnliches. Ja, aber ich möchte es gerne einsetzen. Bitte? Geht nicht? Aber das ist doch, das dampft doch. Okay. Ja, dann machen wir hier nochmal. Öffnen Aufzug. Sehr schön. Crazy Cyrus, gut. Bist du richtig dabei mit Ton und Bild? Ton und Bild dabei? Wende die Brechstange. Jetzt habe ich dich vorhin angesprochen und du konntest gar nicht antworten und ich dachte mir, was ist denn? Ja, ist gut. So. Ich verwende die Brechstange, natürlich. Aber ich lade es auf YouTube hoch. Die ganzen wichtigen, schönen Sachen, die ich erzählt habe, die kannst du noch mal gucken. Verwende die Brechstange. Ziehe den Gegenstand aus dem Inventarfenster. Aha. Und über den interessanten Punkt, um ihn zu benutzen. Ein überraschender. Alter, das Inventar war doch riesig. Wie soll ich denn das? Aha. Okay, pass auf so. Es blendet dann weg. Diese öffnet sich nach oben, dann macht es halt unten rein. Dieses Brecheisen kann mir auf keinen Fall helfen, die Tür zu öffnen. Mach das Brecheisen nach. Wir sind erst ein paar Minuten drin. Ich reg mich nicht auf. Warte, hier. Die Tür noch. Die machen wir nochmal. Ah ja, wahrscheinlich mit. Vielleicht doch mit. Na, mag auch nicht. Er mag gar nicht. Also waren wir mit dem Brecheisen jedenfalls da, richtig. So, damit das funktioniert, muss ich an den Schutzschalter kommen. Wie jetzt? Okay, ich sehe schon, das ist genau das Spiel für mich. Das ist genau richtig das Spiel. Pass mal auf. Hier können wir hier doch nochmal. Warte mal, wo war das? Hier. Können nochmal blinken. Da oben ist sogar ein Schild. Lebensmittel und Medizin, sehr schön. Wir blinken nochmal. Okay, jetzt ist der Schalter. Aber der hilft mir ja nichts, weil alles ja ohne Strom ist. Ich liebe solche Spiele, wo man alles ausprobieren darf und kann und muss. Da oben kann man noch was, aber kleiner. Oh. Aha. So, muss man erst wieder reinkommen. Die Sachen, die möglich sind, nicht. Wow, das Brecheisen ist kaputt gegangen. Ja. Wie schlecht muss man eigentlich sein? Und wie schlecht muss man Handwerker? Ist auch egal. So. Es hat funktioniert. Okay, schaffen wir diesen alternden Körper in diesen Aufzugsschacht. Jawohl. Hoch geht's. Thomas, ne? Thomas. Thomas T. Welling. Thomas halt. Thomas, Lokomotive. Druiden-Arbeitsplatz. Was? Es ist ein Arbeitsplatz, der nur für Druiden gemacht ist. Also gut. Aber schade. Warte mal, hier nochmal blinken lassen. Okay, da ist Serverschrank. Druid, das Serverschrank. Das ist das Gehirn des Schiffs, okay. Alle Daten, die werden in Mission gesammelt werden hier gespeichert. Deshalb ist an der Notstrombatterie angeschlossen, damit das Hirn weiter funktionieren kann. So, da haben wir da ein was? Es ist die neueste Spacefleet-Technologie im Bereich der künstlichen Bioverbindungen. Diese Maschine kann sich direkt mit dem Gehirn des Probanden verbinden und extrem schnell mit ihm interagieren. Ich weiß auch nicht, warum die so eine in meinem Schiff installiert haben. So, sie wurde gerade erst veröffentlicht und gilt noch als etwas experimentell. Das ist gut. Das ist super. Um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass ich sie nie benutzen muss. Wer weiß, an welchem Ende sich der Stuhl mit einem Körper verbindet. Von daher, ja. Warte mal, wir können es doch noch anfassen. Komm, wir fassen es an. Ich soll lieber nicht einfach rumspielen. Sieht aus wie etwas, das die spanische Inquisition benutzen wird. Okay. Okay, wer den Film kennt, ne, der kennt ihn. Cyrus, alles gut? Alles gut? Crazy Cyrus, alles gut? Ist dabei? Ton und Bild läuft?
ein Spielautomat, natürlich. Den benutze ich gleich. Ah ja, natürlich, das ist der Strom. Ja, ja. Und was ist da hinten noch? Da unten ist noch was. Eine Klappe. Genauso wie der Rest ohne Strom im Schiff rührt sich nichts. Der ist schon gerade pissed. So. Warum sieht das Zeichen eigentlich so blöd aus? So? Mit einem abgehackten Finger? Schön. Passt. Wenn irgendwas zu laut ist, zu leise, schreien. Schreiben. Einschaltsequenz gestartet. Ordne Speicherdaten. Bitte warten. Okay. Warten kann ich. Alles in Ordnung, Schiffchen. Bist du fertig? Guten Morgen, Schiff. Wie spielen wir denn, Thomas? Was? Kein Bild? Ja, komischerweise, also wo du das sagst, ich habe auf meinem ganz alten Handy auch irgendwie kein Bild, warum auch immer. Also er zeigt mir nur schwarz an. Ich weiß nicht, was da, aber es ist wirklich ein altes Handy. Das habe ich bloß, falls irgendwas ausfällt. Bei meinem aktuellen Handy habe ich ein Bild. Das ist gut. Ja, weiß ich nicht, ob da ein Android, ob da, ach, warte mal, hast du, du bist ja am PC, hast du gesagt, ne? Dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Tut mir leid. Wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Mach dir dann keinen Stress. Mach was Schönes, was dich nicht stresst. Ansonsten sehen wir uns wieder irgendwo anders. Alles in Ordnung, Schiffchen. Bist du fertig? Ich mach mal das Erste. Und trink auch noch was. Ja. ich bin nicht sicher. Tut mir leid, dass ich fragen muss, aber was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir waren gerade dabei, den Abschluss der Transportmission zu beobachten. Also, ich muss ohnmächtig geworden sein, denn ich kann mir an nichts erinnern und jetzt hat er auch noch Hunger. Alles klar, mach ich. Aber deine interne Energieversorgung ist ausgefallen und ich musste sie von Hand neu starten. Das letzte, was meine Sensoren registriert haben, war eine Zunahme der Frequenzbeschleunigung des Sprungtors. Haben wir die Brennstoffzellen bekommen? Was? Weiß man nicht. Merkwürdig, meine Systeme scheinen alle inaktiv zu sein. Ja, ich muss eins nach dem anderen hochfahren. Okay, das könnte irgendwie dauern. Könnt ihr jetzt wirklich gebrauchen? Den Chef? Ja, der könnte mir dabei helfen, den Hauptrechner. Okay, dann suche ich jetzt Chef. Chef, weißt du, wo er es steckt? Ich fürchte nicht. Meine internen Scanner sind außer Betrieb. Versuche doch, Chef direkt mit deinem Armband zu kontaktieren. Was werde ich tun? Mit meinem Armband. Ja, jetzt habe ich ein Armband. Wo kommt es jetzt her? Das Armband ist ein Kommunikator, den du um dein Handgelenk trägst. Wende es mit deinem Schiff, um zu bleiben. Ja. Dann drücke ich jetzt auf den und dann drücke ich auf Chef. Sieht ganz seltsam aus. Also Chef, wenn das Chef ist, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es nicht der Mund ist, sondern sein Hals, also Kopf, Hals, Torso, Abschnitt. Sonst weiß ich nicht, ob ich Chef wirklich finden will. Da unten ist Chef, hier. Chef. Das ist tatsächlich... Okay, das ist ein Roboter. Oder Android. Ach ja, deswegen Android. Was war das? Arbeitsplatz. Jeff, wo bist du? Was ist los? Ich bin in der Shuttlebucht gefangen. Mit Shuttle. Und? Nein? Was war das? Bist du das Shuttle? Das glaube ich nicht. Jeff. Hör mir zu, sag mir genau, was er tut. Er macht ständig das Licht hier drin aus. Und er spielt ständig einen Hüllenbruch-Alarmton ab. Ein Hüllenbruch-Alarmton, okay. Ah, was denn jetzt? Bitte, Captain, hol mich hier raus. Shuttle, hör auf. Bitte sag Shuttle, er soll das Licht einschalten. Warte nur ab, kleiner Freund. Ich laufe jetzt woanders hin. Findet Chef. Also ich stelle mir gerade vor, dass das nochmal Spiel des Spiels. Ich weiß nicht, ob dieser Abschnitt dann dabei ist, ne? Nach dem nochmal, ob die das Tutorial rauslassen. Ich hoffe. Aber andererseits finde ich auch manchmal cool. Ja, vielleicht ist es dann irgendwie zu viel. Nicht mehr lustig. Findet Chef. Chef scheint in der Shuttlebucht. Okay, Chef kommt mit dem Shuttle nicht. Er hat eine Shuttlephobie. Das ist seitdem ist er als kleiner Bub mit einem Hubschrauber. Das war alles nicht so schön für ihn. So. Wie geht das jetzt wieder? Ach so. Hab gar nicht mitbekommen, dass das jetzt alles wieder geht. Es tropft.
Okay, die Tür einfach anfassen. Scheißegal. Zack. Hey. Hey, Shuttle. Könntest du bitte die Tür öffnen? Bist du es, Cap? Ja, Shuttle. Ich bin es. Dein übergeordneter Offizier. Übergeordnet? Und welche Tür mag das sein, wenn ich fragen darf? Die Tür zu dir, Shuttle. Du hast sie von innen versperrt. Öffne sie doch bitte einfach. Okay. Stell dich nicht dumm. Also in meinem Fall stelle ich mich wenigstens nur dumm. Was? In meinem Fall stelle ich mich wenigstens nur dumm. Was? Shuttle, mach auf! Also ist cool. Ich mag's. Gut, dass wir da spielen. Ganz ruhig, Tigger. Ich arbeite dran. Ich hätte bloß mehr Stimmen gerne. Ich hätte gerne einen Bauchredner, ne? So. Ich war mir sicher, dass meine Hydraulik wieder Probleme macht. Nun, es wird ohnehin Zeit, dass ich diesen kleinen Eindringling loswerde. In Zukunft möchte ich aber nicht, dass deine Lakaien auf meiner Bucht herumschnüffeln, Cap. Auf deiner Bucht! Öffne die Tür und lass Chef raus. Isam, öffne dich. Hallo, Chef. Oh, Captain, viele. Was meinst du eigentlich mit Shuttle? Shuttle ist noch nicht das. Meinen die jetzt mit Shuttle das Schiff? Nee, Schiff war ja oben, habe ich ja mit oben geschoben. Shuttle ist ja ein kleiner Shuttle, okay. So, Shuttle wollte mich nicht rauslassen. Nun ja, er kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Du solltest ihn bestrafen, Captain. Ich hatte da drin richtig Angst. Also, um ehrlich zu sein, Chef, auch wenn er nicht die Crew ärgern sollte, bist du noch immer ein Mitglied der Space Fleet. Daher erwartet man von dir, wie sage ich das jetzt am besten, also, dass du keine Angst im Dunkeln hast. Ich habe keine Angst vor der Dunkelheit, nur vor dem, was sich in der Dunkelheit versteckt. Ja, na gut. Okay, können wir, ich rede später mit Shuttle. Ich werde versuchen, in Zukunft tapferer zu sein. Meine Fresse, das ist gut. Und jetzt wisch mal das ausgelaufene Hydrauliköl weg und sei stolz, dass du einen weiteren Besuch in der Shuttle-Bucht überlebt hast. Ich habe gehört, dass das Schiff Probleme mit einem System hat. Ja, beim Transport scheint es zu einem Zwischenfall gekommen zu sein. Wir sollten jetzt einmal das Schiff wieder zum Laufen bekommen. Okay, ich muss zurück an meinen Arbeitsplatz. Okay, ich komme mit dir. Nein, ich will unten gucken. Ich will unten gucken. Eieiei, also mal sehen. So, ich checke die Systeme. Hahaha, ha, ha. Sieht so aus, als hätten wir einen Kurzschluss im Labor. Aber da muss... Oh, das da unten, ja, da muss auch wahrscheinlich. Aber da muss erst mal warten. Ich muss hier bleiben und die Rekalibrierung des Schiffs abschließen. Ich kann mich das... Was? Ich kann mich um das Problem im Labor kümmern. Alles klar. Okay, okay. Okay, das wäre toll, Captain. Zugangsnetz zum Labor scheint nicht zu funktionieren. Ich werde die Klappe zu den Wartungstunneln für dich... entriegeln. Das ist das da. Ich hätte jetzt aber gerne... Danke. Kein Problem. Ich habe dir weitere Details auf dein Infopad. Noch was. Das Infopad ist ein Tablet für das Personal für Space Fleet, um aktuelle Aufgaben und so weiter und so fort. Das sind hier die Sachen, die muss ich jetzt alle machen. Schiffsstatus, alles klar, super. Was war das noch? Ach, da kann man nochmal nachlesen. Was so alles ist. Was? Tromium ist eine hochenergie- und sehr teure Verbindung. Chefeinheit, die Chefeinheit. Job Executable Free Function genannt ist ein persönlicher Rodruide, der Spayfair für die Wartung. Sein veralteter KI-Algorithmus hat im Hauptquartier der Spayfair für einige. Für einige, Leute. Für einige. Was? Einige Birnen. Ich möchte bitte nochmal in die Luftschleuse. Ich möchte da unten. Da war ich und ich konnte nicht laufen. Deswegen möchte ich jetzt da einfach. So, lass es glitzern. Hier geht nichts. Da ist die richtige Luft. Oh, das war's schon. Ich öffne die. Oh! Ist ja größer als gedacht. Ich gehe wieder zurück. Das sieht mir irgendwie alles ein bisschen gefährlich aus. Thomas. Thomas. Thomas, du alter Dompfaff. Was ist jetzt hier? Shuttle? Mit Schiff? Ich kann hier mit jedem sprechen. Das ist ja schön. Hauptdeck, Technik. Nee, Hauptdeck. Da. Hirn? Das ist halt so tief noch das Schiff, ne? Man kann noch eine andere Ebene. Okay. Was macht eigentlich der Schalter? Aha. Okay, also kann ich jetzt mal eigentlich was zu essen machen? Ich möchte mir was zu essen machen. Oh, jetzt kann er auch reden. Okay, hier kann alles reden. Wahrscheinlich auch die Lampen. Aber das ist ein bisschen arschig dann. Also bei mir sind schon die intelligenten Lampen, die sind schlimm. Die sind schlimm? Ich mag es nicht mehr.
Was steht auf der Speisekarte? Ich bin so programmiert und gebaut, dass ich meinen Nutzern alles bieten kann, was sie brauchen. An Essen. Leute, kriegt euch ein. Das habe ich gehört. Du solltest der fortschrittlichste Nahrungsreplikator sein, habe ich recht? Das ist richtig. Ich bin der neue Renholster FD3900. Es müssen immer Zahlen dahinter sein, weil sonst kann man nicht sich vorstellen, wie gut das Ding ist. Und es klingt französisch überhaupt nicht. Nicht wirklich. Ich liebe die alte europäische Küche. Ja? Meine Datenbank enthält nicht nur die gesamte Ernährungsgeschichte der Erde, sondern auch die meisten Küchen. Das ist so ein Ding, ne? Enthält alles. Auch so kleine regionale Sachen, die jetzt schon verloren gegangen sind, teilweise wegen Corona. Weil die irgendwelche Läden durchmachen diese und die Rezepte verschwinden einfach. Oder man hat keinen Bock mehr, das zu machen, was es halt früher gab, als ich klein war. Bin ich jetzt wieder drauf gekommen. Es gibt so, es heißen bei unserer Region Tabakröhrchen. Also im Prinzip ist es ein sehr, wenn er fertig ist, ein sehr fragiler Teig, der so. Er hat so Rillen und er ist in hohl und. Ja, ist irgendwie schwer zu erklären. Auf jeden Fall wird er halt um ein spezielles Eisen gewickelt und dann in so Fett ausgebacken und dann gleich, wenn es fertig ist, in so Zucker-Zimt-Mischung rein. Ja, und das ist mir hier neulich wieder drauf gekommen. Eigentlich habe ich nicht so Bock auf sowas. Backen ist nicht so mein Ding, kochen eher. Aber ich möchte das meiner kleinen Tochter irgendwie ermöglichen, dass es sowas ist, weil das kann man irgendwo mehr kaufen. Und meine Eltern machen das auch nicht mehr. Und ja. Und er will das wissen, wie das geht. Das glaube ich aber nicht. So. Und das ist unglaublich. Also, gib mir ein großes Steak mit Kartoffelpüree, Eps und Soße, bitte. Das ist nicht toll. Gib mir Himbeergelee mit der Vanilleeis und frischen Kirschen. Gib mir ein paar Pfannkuchen. Das ist eine Kackauswahl. Ich nehme trotzdem das für. Also, gib mir ihn, ja? Natürlich, ich bitte heilen für deine Ganzkörperscan bereit. Was? Ich muss dich scannen. Warum? Die auf der Erde durchgeführten Beta-Teststudien haben gezeigt, dass eine freie Wahl der Lebensmittel zu einem alarmierenden Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Proteinen bei den Nutzern führen würde. Das medizinische Management der Spacefields sah sich daher gezwungen, die Auswahl an Lebensmitteln ein wenig einzuschränken. Deswegen haben wir bloß zu drei zur Auswahl. Aber er kann alles in der Geschichte der Menschheit. Und auf einmal ist es eingeschränkt. So. Na? Und woraus kann ich wählen? Deshalb muss ich dich scannen. Dein aktueller Zustand entscheidet über die Auswahl des Menüs. Ich wäre hier bevormundend, weil meine Haare ausgefallen sind, kriege ich wahrscheinlich nichts mehr. Bitte warten, ich zeige es dir. Zuerst werde ich deinen Körper scannen. Mal. Aha. Gut. Da unten glitzert's. Das ist nicht das, was ich bestellt habe. Nein, aber es ist genau das, was der Körper im Moment braucht. Das muss ein Scherz sein. Ich weiß nur, was das Scan mir gesagt hat. Und deinem Körper fehlen Proteine, Vitamine und Mineralien. Mit deiner Bestellung also allgemeine Richtlinien für Geschmack und Struktur ist dies das Einzige, was ich im Moment für dich habe. Laut meiner Programmierung soll ich dich jetzt davon überzeugt haben, dass es das ist, was du willst? Nun, das hast du nicht. Was gibt's denn jetzt? Nährstoffe. Was? Ich will keine Nährstoffe. Wenn irgendwas Nährstoffe heißt, dann ist es nicht gut. Hier glitzert zweites. Ach ja, kann man hier nochmal draufdrücken und reinigen. Aufzug reinigen. Warnung, die Reinigung der Aufzüge macht während einer Reinigung unbrauchbar. Mach halt. Halt eh nichts machen in der Zeit, ne? Ich kann klicken, wie ich will, aber. Ach, jetzt geht's. Was kann ich jetzt noch was machen? Vielleicht, wenn er weg ist. Ah, ich kann abbrechen. Okay. Vielleicht muss ich den irgendwie mal wegschicken oder so. So, Labortür, wie sieht's denn aus? Ja. Ich kann das von hier aus nicht reparieren. Ich muss auf die andere Seite dieser Tür gelangen. Das nennt man wohl eine Zwickmühle. Ja. Aber wir sind ja schon auf die andere Seite gelangt. Ach ja, die Tür kann jetzt auch aufgehen, ne? Ja, aber ich möchte die bitte öffnen. Hallo? Du blödes. Was kann ich hier eigentlich machen? Captain, es tut mir leid, ihr sagt, dass der Kopfkürzer nicht funktioniert. Alles klar, es geht wieder alles nicht. Alles, was ich will, geht wieder nicht. Ist das nicht toll? So, dann rede ich jetzt mal mit dem Schiff. Was ist dieser mit deinem System? Ich arbeite noch an einem vollständigen Systemneustart. Du sollst mit Chef reden. Er könnte dir daher. Alles klar. Gut, Aufzüge gehen natürlich nicht, weil.
Geh rein, genau. Sie mir fehlen zurück zu. Ja, bitte. Geh zurück. Hau ab. Warum sollte das so lange dauern? Jetzt, wenn wir schon mal hier sind, was war das andere? Reparieren stand, oder? Einigen öffnen, reparieren. Ich sagte, installiert. Ach, heißt nicht. Und öffnen kann ich ja die Labortür ja nicht. Weil es ja nicht geht. Ne? So. Also, haben wir jetzt hier alles gemacht, was geht. Also, ich muss mal sagen, ganz allgemein ist solche Spiele, spiele ich nicht oft. Nerven mich auch meistens auch in ihrer Trägheit und Ernsthaftigkeit, weil ich es nicht ernst nehmen kann, weil ich mich dann nicht so rein fühlen kann, wenn es halt diese Art von Grafik ist und der Soundtrack nicht passt oder irgendwas. Aber im Moment bin ich gut unterhalten. Ich finde es nett. Das Dumme ist, ich habe ja wie am Anfang gesagt, ein bisschen Hals, ne? Ich habe Hals. Aber und jetzt muss ich viel reden. Das merkst schon. Das ist gerade anstrengend noch für mich. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt gucken. Vielleicht schaffen wir nicht die ganze Stunde jetzt noch. So. Aber die ganzen Aufträge nun noch nicht. Ich gehe besser reparieren. Ja, alles klar. Gut, dann werde ich sagen. Au, dann müsste das Holz funktionieren. Ja, bitte Spielkartusche einlegen. Ja, eine Spielkartusche. Eine Diskette. Uff. Was ist mit der Klappe jetzt? Aha. So. Die Richtung natürlich. Klappe zum Labor, Klappe zum Mannschaftsklavier. Geh mal zu den Mannschaftsklavieren. Zu den Mannschaftsklavieren, bitte. Wir gehen ins Labor. So. Ah, da sehe ich es schon. Die Konsole ist schief. Die Kartusche. Feueralarmschild, das wollen wir lesen. Feueralarm. Die Schiffsaufzüge werden während des Brandes abgeschaltet. Verwende Lusche, erkennt Rauch. Waschbecken. Ein Waschbecken, in dem ich nach Experimenten meine Laborausrüstung reinigen kann. Ist das nicht schick? So, was glitzert hier? Eine Entlüftung glitzert. Ja. Das hätte ich mir denken können. So, also, dann glitzert es hier noch. Heizung. Ich kann da eine Reagenzglas einfügen, wenn ich die in der Hitze will. Dann nehme ich doch ein Reagenzglas. Ich nehme mir nur eins. Okay, ich nehme mir... Mir nur eins. Haben wir jetzt zwei? Wie? Überrascht mich. Hör auf jetzt! Das ist das und da hinten ist ja nichts mehr. Ne? Das geht auch nicht weiter oder so. Ich kann auch nicht hinscrollen. Das passt. So, da gehen wir zu unserem schönen Sessel-Labor-Terminal. So, was war denn hier jetzt, Julia? Thomas Wellmu. Xylomid. Kunststoffmaterial, das häufig zum Flicken von Raumschiffen. Okay, Herstellungsverfahren. Chemische. Aha! Okay, müssen wir das dann... Oh, Entschuldigung. Ich kann ja gar nicht speichern. Kann das mal sein? Ich hoffe, der speichert zwischendurch. Lass mich doch in Ruhe. So. Alles klar. Also wir können das halt hier herstellen. Und das können wir auch herstellen. Und jetzt will ich die hier wieder raus. Das britzelt und bratzelt. Lagerbehälter. Ah, verdammt. Okay, jetzt haben wir die ganzen Sachen, die wir wahrscheinlich dafür brauchen. Besser gesagt, keine Ahnung, was ist hier? Ein Stück Papier. Ich bin auf der Zahl 5 geschrieben steht. Aha. 5. Ja, komm, raus. Hier, fertig. Ist da noch was? Ja, geht nicht. Okay. Jetzt an der Tür. Okay, ich glaube, ich habe das Problem in der Tür gefunden. Hinter der Tafel befinden sich ein paar nicht verbundene Drähte. Das sollte einfach zu reparieren sein. Alles klar, hol den Stromschlag ab. Okay, passt. So, eine Sekunde. Was haben wir es hier denn? Ah, was? Warte mal. Jetzt warte halt mal. Warte halt. Dieses App, ne? Manchmal ist es das App, das macht mich fertig. Macht mich fertig. Twitch-App. Das hat mich schon damals fertig gemacht, als ich noch nicht viel gestreamt habe. Also, als ich die erste Mal gestreamt habe, so meine ich das. Aber es wird nicht besser. Leider nicht. Leider nicht. So. Ah, als würde man einen Toast machen und die Tür sollte jetzt funktionieren. Gut gemacht, Captain. Das Schiff ist jetzt wieder im guten Zustand. Captain. Alarm. Ja, Schiff.
Ich habe soeben eine Analyse unserer Umgebung beendet und ich habe hier ein paar sehr merkwürdige Dinge. Könntest du bitte sofort den Kopf nehmen? Na klar, komm ich hoch. Tür geht jetzt. Uff. Siehste. Können wir jetzt noch irgendwas machen? Wir können das machen. Wir können ihn die Tür aufmachen lassen. Muss er ja nicht. Der Schalter ist... das ist der Feueralarm. Wo soll ich hin ins Cockpit? Info, was? Countdown zum Angriff? 2 Jahre, ein Tag. Zeit bis der Sonnenblaster die Union zielgerichtet. Okay, das wusste ich nicht, aber das wird schon passen. Also ich kann mir hier Zeit lassen, oder? Wo steht jetzt meine aktuelle Aufgabe? Also wenn ich die wirklich mal vergessen habe, weil ich zu doof bin, mir das zu merken. Weiß man nicht. Also ich gehe jetzt ins Cockpit. Ich glaube, das war richtig. So, setzen wir uns hin. Das Ding sieht aus, als wäre es gar nicht weit weg, ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt weit weg im Hintergrund wirken soll oder ob das einfach, weiß ich nicht. Naja. Captain, unter der Vorbehalt, dass meine Sensoren vielleicht völlig durchgedreht sind, etwas wirklich Unerwartetes passiert. Und sag es mir, wir umkreisen die Erde nicht mehr. Was? Wir sind nicht einmal im richtigen Sektor. Was meinst du? Wo sind wir? Meine Sensoren sagen mir, dass wir uns derzeit in der äußeren Region befinden. Die äußere... Ach, und wir haben die blöden Akkus mit und jetzt haben die... Naja, sei blöd. Und wir müssen jetzt schnell zurück, damit die Akkus bekommen, damit... Ah, alles klar. Du meinst dort, wo der Transport herkommt. Noch weiter weg. Irgendwie müssen wir durch das Portal gekommen sein, als der Transport stattfand. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, das ist mir nicht so unklar. Es muss eine Wirbelanomalie entlang der Deck 2 alleine gegeben haben, Junge, oder etwas unkalibriertes. Captain, was gibt es, Chef? Ich registriere einen massiven Energieanstieg durch das Wurmloch. Wenn du versuchen willst, durch es durchzukommen, sollten wir so schnell wie möglich gehen. Ja, einfach rein. Rein da. Komm, wir spielen es vielleicht nochmal durch. Geil. Ja, nein. Ich bin darauf vorgesehen, dich zu warnen, aber das ist ein unbekanntes Verfahren und es gibt keinen Beweis, dass es funktioniert. Alles klar, holen sie rein. Also. Was ist passiert? Das Wurmloch ist verschwunden. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist jetzt ganz blöd. Die waren nicht schnell genug. Ich hab doch gerade gesagt. Wieso wir? Wir? Das Schiff? Also ich habe eine Entscheidung getroffen. Ne? So. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass es wiederkommt? Kommt es irgendwann wieder zurück? Nö. Und es ist noch alles. Die Transportmission ist gescheitert. Keine 3 Brennstoffzellen hat es bis zur Erde geschafft. Woher weißt du das? Meine Kurzstationen können alle 3 in diesen Sektor. Ach, das ist ja noch blöder. Wir müssen also die 3 in unterschiedlichen Regionen finden. Und dann noch rechtzeitig zurückkommen. Das schaffe ich nicht. Leute, ich bin mir sicher, dass ich das nicht schaffe. Weil ich wieder so spiele, wie ich spiele. Und erst beim zweiten Durchlaufen halte ich mich dran. Oh, ich habe es so auf die ganze Zeit. Ich muss mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mir das Fenster mal zumachen. Frische Luft ist gut, aber erstmal friere ich mir die Knie. Ich reibe mir die ganze Zeit schon und denke, was ist denn? Aber cool, oder? Also, ich find's cool. Ich find's okay. Ich find's gut. Gemacht. Aua. Aua. Da. Oh. So, also mal ganz kurz ins Übertragungsprogramm. Wahrscheinlich haut jetzt das Ding wieder weg, ne? Ja, natürlich haut es jetzt wieder weg. Eieiei, du ey. So, pass auf. Jetzt sind wir wieder da. Oh mein Gott. Entschuldigung. Wind. Oh mein Gott. Die Erde benötigt mindestens eine dieser Zellen, um ein Sonnenblaster aufzuholen. Mindestens ein? Sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Wir müssen uns mindestens eine dieser Brennstoffzellen schnappen. Ah, okay. Unsere Erdsäure war es zu spät. Zeig mir, wo unsere Sensoren die Brennstoffzellen ausfindig gemacht haben. Einen Moment. Was? Die Brennstoffzellen befinden sich auf diesen 3 Himmelskörpern. Wüstenplanet. Zoma. Kryonkristall. Wer ist das? Ach, das bin ich. Ich glaube, aus unserer Transportmission ist gerade eine Bergungsmission geworden. Ja.
irgendeine Idee, wie jetzt weitergeht. Wo sind wir? Wir sind nicht so weit, wir sind nicht zu weit von der Weltraumstation Epsilon entfernt. Die Transportstation, die versucht hat, die Brennstoffzellen zurückzuschicken. Ja. Sie befinden sich hier. Da. Ein logischer Schritt wäre es herauszufinden, was bei den Transportern schiefgelaufen ist. Okay. Ah, okay. Ich dachte, wir sind weit weg von allem, was wir kennen. Okay. Irgendwas mit der Weltraumstation nochmal. Zeig mir nochmal, wo wir. Ha, gibt es sonst noch etwas, was wir tun können? Okay, ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Ich habe alles bekannte Variablen berechnet. Es gelingt mir nicht, weiter Erfolgsversprechenoptionen zu finden. Wie wäre es, wenn wir andere Hilfe hat keine weiteren Verbündeten, die nicht schon in den Konflikt involviert sind. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg nach Hause weitere Technologien im hilfsbereite und hilfsbereite Fremde. So. Es gibt nicht genug Beweise, dass zufällige Besucher bei dem Hoffnung hat nichts mit weißen Zulun-Schiff. Okay, ich habe alles uns bekannte Zivilisation auf der Karte markiert. Vielen Dank. Ist klar. Also, dann gehen wir halt zu Epsilon. Also eigentlich, das ist wahrscheinlich beim Epsilon-Dings, das ist wahrscheinlich nur Gelaber. Brechen wir auf. Kann ich jetzt hier scrollen? Du hast ein neues Ende erreicht. Neustart. Es beginnt. Ah, und hier kann ich wieder reinsteigen, oder? Hast ein neues Ende erreicht. Wie ein neues Ende. Tschüss. Was ist das war's für heute? Was? Ah ja, hier. Okay. Was ist eine Endkarte? The Captain ist ein Spiel mit mehreren Enden und wurde zukommen, dass es mehrmals gespielt werden kann. Eine Endkarte stellt eine Möglichkeit dar, ein Abenteuer zu beenden. Wenn du das Spiel beendest und dich entscheidest, ein besseres Ende zu finden, hast du die Möglichkeit. Warte mal. Wenn du das Spiel beendest und dich entscheidest, ein besseres Ende zu finden, hast du die Möglichkeit, Abenteuer automatisch mit denselben Ergebnissen zu beenden, die du bereits in deinen früheren Durchläufen gefunden hast. Alle Enden, die du erreichst, werden in deinem Benutzerprofil gespeichert. Ich hab's, glaube ich, verstanden, aber ich bin mir jetzt sicher, ob man das so ausdrücken sollte, um es zu verstehen. Jetzt habe ich da drauf gedrückt und jetzt? Okay. Ich weiß es nicht. Alles okay. Alles okay? Ist gut. Agnus, ich empfange ein Notfallsignal von einem der Planeten, auf dem sich eine Brennstoffzelle befindet. Okay. Wirklich? Das sollte ich mir dann wohl mal anschauen. Um genau zu sein, musst du dir das sogar ansehen. Laut in Space Aid. Wir müssen Notfallsignal immer sofort und so. Ach was? So ein Gebabel, weißt du? Ich weiß, Schiff. Zeig mir das bitte auf der Karte. Also habe ich jetzt gar keine Wahl. Ich habe gedacht, wir gehen zur Dings. So, Station. Alles klar, danke. Ja, Chef. Ich bin jetzt fertig mit der Aktivierung des Schiffs. Alles ist betriebsbereit. Super, Dankeschön. Super, Dankeschön. Okay, was ist jetzt das hier? Captain! Ja, Schiff. Ich habe meine interne Lok geprüft. Und es scheint, als hättest du den neuen Kampfsimulator noch nicht ausprobiert. Was? Nein, das habe ich nicht. Ich bin Wissenschaftler, kein Kampflot. Möchte ich nicht. Ihr findet es in äußeren Regionen. Es gibt Menge gefährliche Gruppen. Die Kampfsituation mag zwar als Vorbereitung auf einen Krieg eingebaut worden sein, aber es taugt ebenso gut als feindliche Umgebung. Ich könnte dir eine kurze Einführung geben, wenn du willst. Komm, wir kämpfen jetzt noch schnell. Komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ein bisschen Bang Bang. So, zur Auflockerung. So allmächt. Jetzt. Dies ist der Kampfsimulator. Hier kannst du neue Ausrüstung und Taktiken erproben, ohne dass wir irgendeinen Einfluss auf die Realität haben. Ich weiß, dass alles enttäuschend echt aussieht. Aber es ist alles simuliert. Nur Pixel und Code. Was? Ich dachte, das sind wir jetzt und das da drüben. Das Dings ist was Böses. Eieiei. So Leute, also meine Stimme. Ich glaube, ich muss. Wir machen das jetzt hier noch. Es tut mir leid, aber ich muss vernünftig bleiben. Die Stimme macht's gleich nicht mehr mit. Halt mir doch mal das simulierte feindliche Schiff an. Drücke auf das Angriffssymbol in der Nähe des feindlichen Schiffes und wähle Laser. Aber, ach, sind wir das da? Ich hab gedacht, wir sind das da. Na gut, aber der hat Energie. Stimmt, wir sind eher das da, ne? Weil da diese komische Lanze und... Ah, okay, ich bin jetzt... Okay, was ist das?
Der rote sieht cool aus. Muss ich ziehen? Ich darf nur das nehmen. Okay. Laserschuss V1. Energie. Schießt einen Schwall von Hochenergie-Laserschüssen auf ein oder mehrere Ziele. Schüsse 5, Schaden 5, Kosten 20. Aktiviert in Phase 3. Oh Gott. 3 Runden. Gut gemacht. Und jetzt beenden wir einfach unsere Runde. Runde fertig. Okay. Puh. Wir haben vergessen, uns gegen feindliche Angriffe zu verteidigen. Ja, sowas. Ich habe einen wenigen Schaden erlitten. Du siehst den Deckchen da unter hier. Da. Der Schaden hat außerdem meinen internen Stress erhöht, den du hier auf dem drin Leiste siehst. Was? Was ist das? Wenn meine Gesundheit auf 0 sinkt oder mein Stress auf 100 steigt, hält mich nichts mehr zusammen. Das ist ja super. Also verteidigen wir uns doch mal als nächstes. Alles klar. Volllaserschützen. Da drauf drücken. Dann habe ich hier wieder 3. Oder 2? Vielleicht ist das. Ich weiß nicht, was es ist. Herr Flix, wir haben wohl nicht genug Energie, um die Schilde zu aktivieren. Du hast jetzt die Möglichkeit, den Absorptionsgrad des Schildes zu verringern und so seinen Energieverbrauch zu senken. Okay. Also stattdessen etwas anderes machen. Verlasse zuerst die Schild eigentlich. Okay. Kannst du auf der Energieanzeige sehen, dass wir nicht genug Energie für die Schilde haben? Hier. Da unten. Ich sehe zwar jetzt. Ich sehe dann plus 10 regeneriert. Dann haben wir hier 10. Da haben wir einen großen Balken. 30 und 40. Eigentlich müsste genug sein. Na gut. Dieser Balken zeigt unsere aktuelle Energiemenge. Das hier, das ganze Ding. Von hier bis hier, oder? Diese Zahl zeigt uns, wie viel Energie wir in dieser Runde noch verbrauchen können. 10. Diese sind im Moment nicht gleich, weil deine Laserschuss aus der letzten Runde noch aktiv ist. Du hast jetzt ein paar Möglichkeiten. Du könntest deinen Laserschuss entfernen. Okay, der macht das automatisch dann nochmal. Die nächste Runde. Oder kannst du einfach Chefs besondere Fähigkeiten nutzen. Lass uns das Letztere tun. Drücke auf das Bild von Chef. Chef hat eine Fähigkeit namens Mehr Energie. Kann nur noch, nur noch 10 Mal benutzt werden. Insgesamt im ganzen Spiel durchlauf. Okay. In der Oberlänge zeigt, dass wir es nur eine begrenzte Anzahl an Sätzen verwenden können. Aber darum musst du dir jetzt keine Sorgen machen. Ist ja nur eine Simulation. So. Drücke auf die Karte mit dem Namen Mehr Energie. Da. Gut gemacht. So, jetzt sind wir bei... Und wir können 20. Mehr Energie. Das sollte ausreichen, um gleichzeitig anzugreifen. Und... Ah, okay. Alles klar. Ich werde dich jetzt verlassen, damit du ein bisschen allein kämpfen kannst. Danke. Denke daran, dass der Kampf dann auch zu benutzt werden kann. Eine Ausführung. Jetzt halt. Alles klar. Schön. Gut, jetzt drücke ich halt da drauf. Das weiß ich immer noch nicht, was das ist. Ich mach... Achso, ich kann ja... Warte mal. Was ist das? Plasmaschild. Schützt vor Plasma-Angriffen. Plasmawaffen. Kann auf 3. Plasmawaffen und das ist für Laserwaffen. Jetzt muss ich halt wissen, was da angreift, ne? Aber nehmen wir halt den. Ah, und das sind die verschiedenen Stufen. Okay, alles klar, cool. Was ist das denn? Aha. Na, und da kann ich es entfernen. Okay, und jetzt bin ich fertig. Aha. Überladen 20? Warum? Versuchst mehr Energie zu verbrauchen, als du momentan hast. Okay. Das heißt, wir machen jetzt was? Die haben zweimal angegriffen, ne? Und von 80 sind jetzt noch 30 übrig. Hat aber ungleichmäßig getroffen, oder? Dann machen wir jetzt einmal den hier raus. Dafür den da. Hoppala, dafür lassen wir den. Und fertig? Oh, der hat gar nicht angegriffen. Okay. Warum nicht? Halt. Den raus. Jetzt haben wir aber nicht viel Energie. Angreifen. Nicht genug Energie. Eieiei. Wie fertig? Jetzt kommen wir wie kein gutes Kampfschiff vor. Jetzt schon wieder überladen. Au weh, au weh, au weh. Ist aber gar nicht gut. Das ist aber ganz schlecht. Eieieiei. Okay, jetzt müssen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jetzt gleichzeitig angreifen sollten.
Okay, das wird noch lustig. Waffen, was? Kampfsimulation hier? Raketen, Laser, Plasma. Okay, was kann ich jetzt hier tun? Sternenkarte kann ich ja auch. Oh Leute, gut. Also ich merke gerade, mein ist keine Ausrede. Mein Hals wird es jetzt gut tun, wenn ich jetzt mal Pause mache. Tut mir leid, dass es. Aber wir machen das jetzt halt monatlich und ich hoffe, das nächste Mal ist es besser. Genau, das nächste Mal freue ich mich drauf. Also wir haben jetzt im Prinzip. Wir gehen jetzt darum, auch ein bisschen abzuchecken, wie es euch so mit dem Kanal jetzt so aussieht. Also, ne, dass wir halt es monatlich machen, dass wir jetzt auch keine Specials mehr haben, aber unsere. Ach ja, die News immer reinschmeißen. Das ist ja auch so ein Ding. Wie gefällt euch eigentlich das? Also ich habe ja immer so am Tag, manchmal jeden Tag, manchmal mehrmals am Tag, ein paar News rausgehauen in der Community. Taugt euch das? Ich fand's. Ich frag's einfach so. Taugt euch das? Und was wir jetzt zunächst spielen, ja, das steht in den Sternen. Ihr könnt euch noch gerne euch noch beteiligen. Ich werde keine Umfrage machen, weil ich jetzt auch keine Spiele auf dem Schirm habe. Keine jedenfalls unvorhergesehenen, außer die wir sowieso schon gespielt haben und angezockt haben. Genau. So, und jetzt halt freue ich mich kurz mal, dass ich jetzt einen kleinen Feierabend mache. Ich danke euch fürs Dabeisein. Auf YouTube könnt ihr es euch auch noch angucken oder wenn ihr es euch auf YouTube jetzt eh angeguckt habt. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Monat. Haut rein. Servus.